Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Hilos TV. Eine neue Challenge in unserem Let's Play Together Format Realm Royale. Mit dabei natürlich der Kodiak. Hola, hola. In dieser Challenge haben wir uns mal was ganz Besonderes ausgedacht. Wir dürfen eine Kiste looten. Mit der ersten Waffe, die da gedroppt wird, müssen wir weiterspielen. Und dürfen danach nur noch die Waffen der Gegner benutzen. Also derjenige, der das Hühnchen killt, muss die Waffe, die der Gegner dabei hatte, aufnehmen und damit weiterspielen. Eine ganz lustige Runde, wie ich meine. Auch das Finale war endlich mal in der Wüste. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Viel Spaß! Aber nur der erste Gegner, oder was? Nee, immer. Jeder Gegner, den du killst. Okay. Musst immer die Waffe switchen. Also musst du ja anschließend die zweite Waffe aus dem Inventory kicken. Ja. Okay. Richtig. Schwierig durchzuführen. Das ist ja kompliziert. Aber, oh Gott. Auf jeden Fall geht man auf Gegner suchen, ne? Hast du links gesagt? Ja, links. Also wie du fliegst. So, da entscheide ich mich fürs für den Revolver. Impuls. Richtung 30 ein Gegner gedroppt. Richtung 35 ein. Gut, dass der noch keine Waffe hatte. Oder muss ich jetzt. Hier im Haus, Osten, Haus, ein Gegner, oben drin wahrscheinlich. Hier unten rein. Nee, unten. Hinter uns, Gegner, hinter uns. Hast du ihn? Ja, meinen habe ich. Okay. Mit dem Revolver. Ja, ist dein Kill gewesen. Außerhalb der Zone. Er hat ein LMG. Ja. Oder ein SMG. Er ist wieder oben. Er ist hier oben an der. Ja, ist wo ist der denn jetzt? Alter! Kommt der hier mit der Shotgun, ey? Gegner Westen 255. Ja. Das sind Menschen. Ja. Mit Slug. Jetzt sind sogar alles Menschen hier. Restoring some health. Ein Huhn. Zweites Huhn. Gehen wir von links. Drittes Huhn. Oh yeah. Einer down. Einer ist wieder da. Und wir auch wieder Huhn. Hat wir gleich Problems? Nein! Er hat aber nicht mehr viel. Zieh dich zurück. Der ist aufgemountet. Ja, ich hör's. Ist fast down. 5 Sekunden. Er trinkt. Ist ein Hund. Tschüss! Ich nehm das Sluggy. Da lag gerade irgendwo noch ein Slug. Wo lag denn das Slug? Da ist doch noch irgendwo ein Slug, bin ich dann bescheuert. So, ich nehme das denn. Colt Drop. Oh, was nehme ich denn? Ich nehme den Colt hier. Ich hatte eigentlich auch einen Slug gesehen. Aber gut, dann war es wohl doch kein Slug. Ich könnte mal ein paar Pots gebrauchen. Ja, das ist jetzt mal die Frage, die wir noch klären sollten. Kein Schmieden. Wir machen's total hardcore. Ja. Kein Schmieden, eine Waffe und halt Fähigkeiten, die du vom Gegner findest. Ja. Und das Einzige, was du switchen musst, ist die Waffe, oder? Oder willst du auch die Fähigkeiten switchen? Nö, Fähigkeiten lasse ich so drauf. Du findest eh keine. Fähigkeiten sind eh so Randerscheinungen, sag ich mal. Das war jetzt auf jeden Fall. Die haben jetzt gerade auf jeden Fall eine ordentliche Packung bekommen. Ich weiß auch nicht, was die da gemacht haben. Das war ja definitiv jetzt ein Squad. Das waren keine Computergegner. Ja. Ein bisschen schlecht. Leute, das war ein bisschen schlecht. Ja, es war einfach chaotisch, sagen wir mal so. Ja, chaotische Situation. Das ist auch immer so lustig, da rennen dann noch so ein paar Bots durchs Bild. Ja. Da weiß dann schon wieder überhaupt gar keiner mehr, was gerade Phase ist. Total irritierend irgendwie das Ganze. Obwohl der eine am Ende, der hat mich ganz gut mit seinem Slug getroffen. Ja, der letzte hat auf jeden Fall auch gut Damage gemacht. Der hat mich auch noch zweimal getroffen. Der Gegner, glaube ich. Ja. Müssten im hinteren Bereich sein, 195. Doch, auf jeden Fall Gegner. Und unter uns? Ah, scheiße, das war doof. Boah, ich bin runtergefallen, ey. Komm, töte ihn, Danny. Hol dir eine coole Waffe.
Na gut, ich muss ja switchen, also muss ich jetzt die Pistole nehmen. Die Frage ist noch, zählt der Kill des Chickens oder zählt der zum Hühnchen? Der Kill des Chickens. Der Kill des Chickens. Gegnerrichtung 150 eingesehen. Ja, 190. Da auch schon wieder ein scheiß Bot, ey. Hat aber gut getroffen. Oh, da ist mein Revolver wieder. Was ist wieder? Mein Revolver ist wieder dabei gewesen. Hier gerade einen F gehört? Weiß ich nicht. Hatte sich so an bei dir in der Nähe, aber dann war das wahrscheinlich irgendwas anderes. Irgendwas anderes komisches. Irgendwas anderes komisches. So, wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Das ist auf jeden Fall mal eine sehr abstruse Challenge, muss ich jetzt ja mal sagen. Ja. Nimmst die Waffe auf, droppst deine alte Waffe. Total umständlich irgendwie. Musst auch noch aufpassen, dass du nicht gegen die Challenge verstößt. Also hier muss man sich schon was einfallen lassen bei Ram Royale. Ey, hör doch mal auf zu springen! Okay, jetzt kommen wir jetzt auch langsam an den Rand der Zone. Können wir nochmal Richtung Tal reiten, gucken, ob da noch ein paar Gegner rumrennen. Natürlich auch nochmal, ja. Schauen wir nochmal. Gucken wir nochmal, ob da irgendwas rumrennt. Ich hab so einen Nacken. Nacken, Nacken, Nacken. Boah, du musst da jetzt kein Lied draus machen. Kollege. Bester. Küsschen aus Nüsschen. Wo sind die Enemies? Hallo? Da, hier ist ein Gegner. Jetzt war die Pistole für mich. Let's go! Pistol. Ja, dann mal weiter. Ich glaube, wir können schon wieder Richtung Kreuzung zurück. Guck mal, da wird es gleich nochmal ein bisschen Action sein. Es ist weg, das Lack. Na gut, hast ja schon relativ lange damit gekämpft. Ja. Bis jetzt aber noch kein Gegner da dabei, der mal wirklich eine vernünftige Waffe hatte. Irgendwie immer nur Crappity Crap. Crabbity Mr. Crab Crab. Oh, jetzt droppt ihr gerade eine Kiste oder was, ey? Direkt vor die Füße. Ich mach die einfach mal auf. Das wäre so asozial von Iris. Epic. Oh, richtig gut, ey. Richtig, richtig gut. Auf jeden Fall ein Gegner drin. 3,45 vor dem hohen Gebäude. Gerade, glaube ich, einen Assassin-Blink gesehen, wenn ich mich nicht irre. Könnte theoretisch auch ein Grafikfehler gewesen sein. Nee, hier ist ein Gegner im Haus. Oben drin. Nee, unten drin. Hallo! Alter! Hier liegt noch ein. Hier liegt noch ein. Ja, ist dein Kill gewesen. Oder was willst du mir geben? Na, hier lag noch ein Schredder, hatte der auch, ey. Axt aus Richtung 330. Hammer, oder? Könnte auch ein Hammer gewesen sein, ja. Du hast recht. 75 eventuell auch irgendwas. Hier im Haus vor uns. Oben drauf, unten drin. Diese Bots, ey. Piss you, Junge! Och, Colt oder Hammer? Colt oder Hammer? Ach, ich will den Hammer nehmen. Eigentlich dürfte ich meinen Slug jetzt nicht mehr abgeben. Das ist einfach ein Legendary. Ich sehe nicht mehr auf die Hühnchen, ey. Ja, ist einfach ein Legendary, ey. Und ich bin der Arsch, der die ganze Zeit die Waffe wechseln muss. Ja, richtig. Toll. Okay, das ist ja zu langweilig. Ich. Oh, naja, das will man in die Zone. Finale rein. In der Wüste, nice.
Ist ja nach wie vor tatsächlich meine Lieblingszone. Ich mag die Wüste ja ausgesprochen gerne. Aber einfach zu uninteressant, weil zu wenig Leute in der Wüste kämpfen wollen. Das war halt eigentlich nur relativ selten mal ein paar Gegner. Also definitiv Positivpunkt dieser Challenge, man kommt viel rum. Man ist viel in Bewegung, man sieht viel von der Map. Das ist die Airdrop und ja, Goblin Challenge auch. Ja, was heißt diese Challenge? Also normalerweise ist es so die Standardroute, die wir eigentlich immer laufen. Ja gut, aber wir reiten jetzt ja doch so ein bisschen kreuz und quer. Ja, weil jetzt die Zone hier ist. Die Zone. Schmiede läuft. Schmiede läuft. Geh mal links oben rauf, ja? Ja, mach das. Mit deinem Schlag hast du da eine relativ gute Pussy. Unten einer aufgesessen, die werfen hier schon eine Fackel. Einer down. Unsichtbar ran. Einer kommt zu mir. Ah, der hat einen Sniper, muss ich ein bisschen aufpassen, das ist auf jeden Fall ein menschliches Team. Ja. Da kommt einer zu mir, Floschi. Mir auch. Oh Gott. Mir kommt jetzt auch einer. Einen habe ich zum Huhn gemacht. Ich auch einen. Einer ist down. Er ist down. Zone kommt, pass auf. Komm ran. Ja. Die reiten, die haben auch aufgemountet. Ja. Können hier aber eigentlich nicht hochkommen. Die reiten wahrscheinlich hinten rum. Einer hat gerade auf mich geschossen, auf jeden Fall von hinten. Healing up. Oh shit, das war schlecht, das war doof, das war doof. Brauche ich Support? Ein Huhn, ich bin auch ein Huhn. Nice, Flushy. Komm zu dir. Drei Hühner. Ja. Ich bin in vier wieder da, komme direkt wieder hin. Da ist einer angecharged gekommen mit einem Sprung, mit einem Katapult. Ich glaube, die hauen ab. Ja, die hauen ab. Doch kein Sprung, das war. Pass auf. Ja. Hinten, der säuft sich hoch. Einen habe ich down. Der andere mounted auf, 330. Ist noch ein Bot, ich muss doch hier noch den. Ne, ist doch kein Bot. Er ist auch down. Ich habe noch einen down. Schon, stirb jetzt. So, down. Musstest du eigentlich mal die Waffe changen, ne? Ja, jetzt. Ja, ich konnte keine aufnehmen, weil ich die ganze Zeit am Kämpfen bin. Jetzt habe ich aber Waffe gechanged. In der Schmiede drin? Ja, ja. Da sind noch mehrere Gegner auf jeden Fall. Kann aktuell nichts sehen, ist auf jeden Fall noch irgendwo ein Hunter. Was jetzt anstatt des. Ja. Schredder habe ich jetzt. Richtung 75 auch noch einen Gegner hinten im Haus drin. Oh Gott, die hat ja einen richtigen Vorlauf. Was? Oh, das war ein Bot. Zone kommt, by the way. Ja, komm mal. Reite jetzt hier ein bisschen nördlich. Ja. Bin bei dir. Da reitet einer nordöstlich 60. Ja. Hinter dem Haus. Das heißt, irgendwie parallel zu uns reiten, theoretisch. Ja. Ich denke mal, der ist in dem Haus mit diesem. Er ist unten im Gang drin. Oh, nice. Oh, jetzt krieg ich, glaube ich, eine Schrotflinte oder was? Ich glaube, vererbt ist, oder? Nee, Schrot. Nee, ist eine Schrotflinte. Alter, nice! Scheiße. Junge, ich muss die Schrotflinte nehmen. Ja, nee, da. Let's ride. Ja, läuft bei mir, ne?
Läuft bei mir! Über uns einer? Ja. Ich bin noch nicht da. Und hat mir auch einer, hier ist schon Huhn, kannst du nehmen das Huhn? Hier im Nordosten. Ich geh mit der Schrotflinte. Ich muss sowieso, mit der Schrotflinte kann ich ja eh nur. Ist ein Huhn? Ja, hier läuft auch noch ein Huhn, ey. Oh, cool, eine goldene Schrotflinte, nice. Ja, dann hol dir das schnell. Ach, ja, ich bin unterwegs. Ja, jetzt ist es down, jetzt muss ich mir die Knifte hier nehmen. Na, ich kann. Jetzt lässt er mich da die ganzen Kills machen. Ja, es ist ein Slug, aber ich kann es nicht nehmen, weil es in grün ist. Ja, ja, das ist da scheiße. Warte, dann muss ich ja. Warte, dann muss ich das hier nehmen. Dann das fallen lassen und jetzt wieder das Slug holen. Oh Mann. Gegner oben auf 15 scheint mit dem Sniper durch die Gegend zu rennen. Gott, ey. Ich würde mal ranreihen, der ist hier oben am Hügel. Oben drauf quasi. Ja, er steht da oben. Ja, ein Sniper auf jeden Fall. Also einmal habe ich ihn getroffen auf jeden Fall. Ist runtergesprungen. Hat mit der Schrotflinte schon einen bekommen von mir. Der konnte meine Rechte. Ja, ja. Wo ist er? Ist hier direkt vor mir. Springt. Hast du ihn? Ja. Was hat er denn für mich? Ich nehme den Schredder. Und den dann nehme ich, nehm ich die. Oh, so, nee. Ich darf du darfst nichts nehmen. Ich darf ja gar nicht, ja. Ich hab nur das Sniper gesehen. Ist noch ein Gegner, AFK. Ja, willst du den Schredder behalten, dann mach ich. Ja, gönn dir. Taktisches Gegner töten. Ja, Großkaliber in Grau, ich kann es nicht aufnehmen, weil keine andere Waffe liegt. Ah, schön. Ja, was soll ich machen? Das ist eine geile Challenge, das ist eine richtig geile Challenge. Der läuft auf jeden Fall. Einen noch. Der reitet da gerade unten ins Haus. Nordwesten 300. Ja. Also der ist nicht in der Zone. Ja gut, ich würde da jetzt ehrlich gesagt rangehen. Der ist oben? Ja. Warte wenigstens auf mich. Wo ist er? Oben drin. Ah, ist ein Bot. Und da ist es. Da ist das Ding. Oh. Dafür hast du richtig gut Kills gemacht, ne? Ja, das war, ja gut, ist halt gegen Squads. Ne? Du hast halt natürlich dann dementsprechend mehr Gegner. Ja, wir haben unsere Challenge erledigt. Wir haben gegen Squads gekämpft und dabei nur die Waffen aufgenommen, die der Gegner droppt. War ein bisschen tricky, weil man nicht so genau weiß, welche Regeln da jetzt eigentlich vorliegen. Aber trotzdem irgendwie ein bisschen Lust. Ja, oder? Also ich fand's auch ziemlich geil, weil man doch teilweise überlegen musste, komm, lass ich dir das tun, nehme ich das tun. Ja. Getauscht von einer grünen Shotgun auf eine legendäre fand ich auch ziemlich gut. Ja. Falls euch das auch gefallen haben sollte, lasst gerne ein kostenloses Abo da, Daumen hoch oder einen Kommentar und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Challenge am Sonntag. Bis dahin, ciao.